Hallo Leute, ja, wir sind hier im Spiel bei Linie Nummer 4. Die wollten wir nochmal kontrollieren, ob das mit den Fahrzeugen hier so klappte, wie wir die jetzt eingerichtet haben. Das war ja, dass die vom Holz holen, was hier ist, losfahren nach da hinten zum Sägewerk, was hier ist, hier das gesägte Holz dann mitnehmen und nach hier bringen und das gesägte, das leere Fahrzeug fährt dann hier und holt wieder Neues. Das ist der Plan. Die Werkzeuge, die hier produziert werden, müssen wir dann auch nachher mit dem LKW weiter dahin machen. Aber erstmal dauert es ja eine Weile, bis die da erstmal was transportieren, weil die müssen ja von hier nach da fahren und dann erst dahin und das wird eine ganze Weile dauern. Einziges, was wir noch machen können, wir können gucken, dass wir die Auslastung hier mal dran erhöhen, aber das machen wir nach dem Logo. So, Giesenhorstwald, das ist da, wo wir herkommen. Genau, Ketter ist Mühle, das ist viel zu weit weg. Eibenstock ist wahrscheinlich auch zu weit weg, oder? Ja, das ist noch nicht mal da, das ist hier. Okay, Eibenstock hat sich auch erledigt. Hallendorfwald ist auch zu weit weg. Giesenhorstwald 2, oh, das ist nicht weit weg. Das ist ja Giesenhorst, da hinten ist die Sägewerk, hier ist das. Das bedeutet, wir sollten hier dann mal schauen, dass wir hier vielleicht auch ein Sägewerk hinkriegen. Eine Ladestation hinkriegen erstmal, um dann Fahrzeuge dran zu machen, die dann hier Plattform links, Plattform rechts. Können wir das erweitern? Können wir? Länge? Okay, Länge kann man auch noch ändern. Würde ich ja sagen, 30 Meter würde ich es lang machen, aber wahrscheinlich. Aber das glaube ich. Plattform links, rechts. Ja, weiß ich nicht. Zwei. Ja, komm, dann machen wir beides, ne? Aber. Ich glaube, rechts können wir eins lassen. Rechts kann sogar null sein, weil es, glaube ich, muss nur beladen werden, ne? Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gebaut. Und wenn nicht, dann haben wir jetzt ein Problem. Aber ich glaube, beladen wird dann so. Müssen wir mal gerade gucken, dass wir es ein bisschen drehen hier. Geht das hier so hin? Nee. Boah, da sind aber viele Erdarbeiten angesagt, ne? Ich glaube, so ist noch am günstigsten, ne? Und wenn ich es da einbaue. Oh, 300.000. Ja, hier sowieso hoch, dann kann es da nur ganz teuer sein, oder? Obwohl, ja, das geht nicht, da war es aber mit 226 noch am günstigsten, ne? Wenn ich es jetzt hier drehe. Oh, 230 ist noch nicht mal teuer, ne? Ich glaube, so günstig hatte ich es nirgendwo, ne, oder? Dann bauen wir es auch hier so hin. Gut, ja, dann haben wir das. Dann müssen wir ans Depot und Fahrzeuge kaufen. Das war der Holz-LKW. Machen wir mal 5 Stück, oder? 5 Millionen, ja, das haben wir. Und die kommen alle auf eine neue Linie. Und zwar, also hier ist es. Von dort nach dort. Nebengleis war Vollladen angesagt. Lade, wenn vorhanden, Vollladen einer Fracht. Passt. Was war das hier? Ist hier ein Anfasser? Nee. Das hatte ich letztes Mal schon probiert, ne? Mit verschieben, oder? Terminal 2, Terminal 1. Okay, ach so, da kann man dann. Ah, man kann auch mehrere Terminals anstellen. Dann können die LKWs auch an beiden Terminals laden. So sieht's aus. Das ist ja schlau, ne? Da hätten wir mal eher drauf kommen können, oder? Laden. 100%.
Okay, das können wir dann auch noch einstellen. Sehr gut. Giesenwald-Horst. Nee, da brauchen wir nicht. Hier brauchen wir. Und die können überall sich da hinstellen, oder? Definitiv. Und hier sollen die nur entladen. Das machen die aber, denke ich mal. Fahren denn schon welche? Die müssen ja jetzt hier irgendwo schon sein, oder? Oh, hier sind sie schon. Ja, Linie 41 passt. Gießenhorst Nebengleis. Aber hier ist noch kein einziges Holz, ne? Das ist nicht gut. Aber hier steht Versand 2 schon. Also da passiert wohl was. Gut, hier hinten sah es ja ein bisschen besser aus, oder? Ja, die fahren hier schon wieder zurück. Aber hier stehen immer noch welche. Warte mal, dann müssen wir das doch hier auch so machen mit der Linie 4. Linie verwalten. Giesenhorst Süd. Vollladen einer Fracht war richtig, aber nee, das war auch nicht. Hier war es. Können die doch überall hinfahren, oder? So, und dann Giesenhorst Haltepunkt. Okay, die fahren jetzt nicht überall hin, aber das ist auch nicht so schlimm. Aber es wird trotzdem immer erst der hier vollgeladen, oder sehe ich das falsch? Der hat jetzt 17, 18. Ja, okay, dann ist das so. Aber das ist doch schon mal auf jeden Fall besser dann, ne? So, lass uns nochmal hier hinten dann gucken auf Linie 4. Nochmal Linie verwalten. Das ist hier. Und hier können wir das gleiche doch auch in grün machen, dass die überall anfahren, oder? Das passt doch dann. Und hier ist das ja auch so gegeben dann. Dann sollen die doch da auch überall hinfahren. Hier ist jetzt aber leider noch nichts, aber das liegt daran, dass noch kein Holz dahin gebracht worden ist, ne? Sind hier schon welche? Nee, ne? Die sind hier noch außerhalb unterwegs. Da ist ein Bus. Hier ist der erste LKW wahrscheinlich davon. Ja, sieht danach aus. Und der, oh, auf jeden Fall sind sie alle, ach ja, die sollen ja auch vollgeladen dahin fahren. So, und wie sieht es jetzt hier aus? Ah, hier stehen sie auch. Hier stehen sie zu zweit nebeneinander. Es ist jetzt nur die Frage, ob das gut oder schlecht ist, ne? Okay, 20 Meter hätte auch gereicht, 30 Meter braucht man nicht, aber naja, ist halt so. Stehen sie wenigstens alle auf dem Umschlagsplatz, ne? Naja, das ist jetzt nicht so viel, was hier passiert. Ich hoffe, das wird dann mit der Zeit hier besser, ne? 11, 12. Ist denn da jetzt was drauf? 3, ja, tatsächlich. Okay, sieht so aus, als ob das funktionieren könnte, ne? Gut, das heißt, die fahren erstmal zum Sägen dahin. Da ist aber noch leider keiner. Die fahren hier irgendwo im Örtchen noch rum wahrscheinlich. Da bestimmt das ist der erste. Ja, könnte wohl sein. Ist das geklärt? So. Was können wir dann noch machen? Hier ist die Geschichte mit dem Erdöl. Linie 35, ne? Ändert sich das, wenn ich das jetzt hier auch verwalte? Aber es bringt mir genauso wenig wie das andere auch wahrscheinlich, ne? Ja, da geht sowieso nur einer. Dann hält nächstes Mal vielleicht hier auch einer an, aber da müsste hier schon was stehen, dass es vorangeht, aber 7 von 38 ist jetzt auch nicht so viel, aber wahrscheinlich haben die ja gar nichts da, ne? Oder? Kann das sein? Ne, doch, im Lager ist was. Oh, da kam gerade auch einer und wurde eingeladen. Okay. Kann man die dann upgraden oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dauert halt so lange. Okay, das ist aber erstmal alles geklärt. Hier läuft's. Irgendwann kommen da auch die ersten LKWs und bringen das dahin. Hier sind sie ja schon. Das sieht auch erstmal gut aus.
Hier die Bäckerei ist gut am Produzieren, denke ich, oder? Transport läuft aber, naja, so viel ist nicht da unterwegs. Hier liegt schon mal gar nichts, ne? Wie sieht's hier aus? Ach, hier wartet einer für das Brot. Ah, cool. 29 von 32. Der ist fast voll, der LKW. Und jetzt fährt er auch. Ja, hat Wartezeit gehabt, die jetzt überschritten ist. Aber das passt ja erstmal. Hoffe ich. Der fährt jetzt hier rüber. Kommt gerade kein Zug, auch sehr schön. Können ja mal gerade einmal schneller laufen lassen, dass die hier auch ankommen. So, der erste ist da. Jetzt ist auch interessant zu sehen, wo der sich einordnet. Okay, der fährt hier vorne hin, aber der fährt ja auch dahin wohl, oder? Entladen die beide gleichzeitig? Ja, sieht so aus, oder? Ja, der ist leer und der ist auch schneller leer. Ich glaube, das passt so. Er hat schon zwei geladen tatsächlich. Auch nicht schlecht. Er hat natürlich keinen abgekriegt, aber das ist jetzt nicht schlimm. Der fährt jetzt dahin und dann kriegt er schon mal diese vielleicht, oder? Bin ich mir aber nicht sicher. Wir werden es gleich sehen, ne? Entlädt er auch? Ja. Und er hat auch geladen. Und zwar 8 Stück. Okay, der entlädt jetzt auch. Das geht so langsam halt. Aber der kriegt jetzt hier die meisten erstmal ab wahrscheinlich. Und jetzt fährt er weg. Mit 12. Er kriegt jetzt die nächsten oder wie ist das? Ne, lädt keiner. Der fährt leer und der fährt auch leer. Naja, ist aber nicht so schlimm. Der nächste, der wird kommen, ne? Da ist er schon. Der kriegt dann ein paar mehr. Aber das war ja klar, weil, ne? Sag schon, das ist ja, geht ja darum, dass die hier erstmal anliefern vor allem. Und wenn die angeliefert haben, dann passiert das mit dem Dingens. Das andere ist ja nur, dass sie keine Leerfahrt haben. So, und der hat jetzt 12. 38 kann er. Und wie viel kriegt er? Also nicht wenig, aber nur 21. Aber es ist schon mal etwas. Und die Fahrt, die jetzt geht, ist ja sowieso eine Bonusfahrt, keine Leerrückfahrt, sondern wir machen das zu Geld. Gut, okay. Aber wir können mal gerade gucken, wie viel es denn in der Firma noch drin. Im Lager 146, Konsum 82, okay. Ja, das passt ja dann, ne? Ich weiß gar nicht, wie groß ein Lager hier sein kann. Naja. Das sieht ja schon mal gut aus hier, das Diagramm. Wird werden, oder? Jetzt kriegen wir hier noch eine Ladung wieder dazu. Dann ist es gleich irgendwas bei 160 wahrscheinlich. Kommt da jetzt was rein? Sogar mehr wie 160 und er lädt auf und hat jetzt 13. 14, na, ein bisschen wieder warten und dann wieder fahren. Das ist, kommt schon alles hin, das passt schon mal erstmal. Und dann wollen wir hoffen, dass die auch genug anliefern, weil ja, hier ist jetzt natürlich mit der Anlieferung nicht so dolle, ne? 8, aber hier steht nur einer, das heißt, die anderen sind unterwegs. Lass uns mal die anderen hier durch die Linie rausholen. Ne, das war Fahrzeuge verwalten. Ach, da sind 5 drauf, okay. Der steht da. Der fährt da mit nix. Der fährt mit 6 rüber. Der fährt mit einem rüber. Und der fährt mit 8 rüber, okay. Ja, vielleicht wird das mit der Zeit besser, weiß ich aber nicht. Der erste war ja hier, ne? Schauen wir nochmal. Der hat jetzt 9 drauf, ne? Jetzt ist die Frage, wann der fährt und was dann in der Zwischenzeit passiert.
Weil hier könnte ein bisschen mehr passieren, ne? Der hat ja gleich die Zeit rum und dann fährt er los. Ah, mit 10. Mit 11, so viel hat noch kein anderer gehabt, ne? Müssen wir mal schauen, ne? Machen wir vielleicht auch noch mal schneller hier gerade. So, der fährt jetzt weg. Und da kommen schon. Ne, kommt noch keiner. Ne, kommt noch keiner. Und hier liegen jetzt tatsächlich schon ein paar. Okay, bin ich gespannt, wer der nächste kommt, wie viel der hier mitkriegt, ne? Wie viele Pakete sind das? 5, dann sind es jetzt 8. Okay, da fährt einer, aber der fährt auch weiter. Aber das ist, sieht so aus, als ob die gar nicht voll werden dann, ne? Die 5 Fahrzeuge hier brauche ich gar nicht hier anliefern, weil das werden nicht so viele. So, da kommt nämlich einer. Der kann jetzt 38 laden, aber hier gibt es keine 38, oder? 13 sind es mal gerade. Und dann kommen schon die nächsten Fahrzeuge, ne? Und jetzt 14, 15 geladen. Da kannst du mit einem LKW fahren, dann, wenn das so bleibt. Aber hier, diese Zahl wird ja größer. Vielleicht wird dann auch mehr produziert oder sowas oder schneller produziert. Ich weiß es nicht. Schön wäre es ja, ne? Transport 100%. Tja. Schwierige Geschichte, oder? 20. Kommt der nächste. Drei sind da. Wird der jetzt beladen? Weiß man nicht. Der fährt leer. Und der hat jetzt das erste gekriegt oder zwei. Das ist nicht ganz so toll, ne? Müssen wir mal im Auge behalten, ne? Wie das sich entwickelt, oder? Wie sieht es denn hier hinten aus? Ist dann da jetzt voll das Lager oder so? Das sieht doch auch nicht so aus. Obwohl, hier steht Linie 4 200. Also hier ist wohl mehr auf Lager. Einige Güter, einen gehen verloren, weil die Station überlastet ist. Okay. Also hier fluppt's. Ich weiß nicht, warum hier nicht und da nicht noch was hingelegt wird, sondern nur da. Ist ja voll doof. Da kommt jetzt ein LKW. Und der fährt jetzt gleich voll zurück. Na, und da kommt der nächste. Der kriegt auch 38 mit, oder? Und der fährt nochmal eine Ehrenrunde, oder was? Okay, der ist weg. Der kriegt auch voll. Ja. Der fährt nochmal eine Ehrenrunde. Ja, das ist aber doof, wie die hier jetzt gerade fahren. Der ist voll. Und der ist auch voll und es liegt noch was. 62, okay, die produzieren nach. Dann ist es hier einigermaßen gut, ne? Warte mal, da kommt schon wieder einer. Der holt das auch noch ab. Okay. Und da ist schon wieder einer, ne? Geht sich erstmal aus. Weil der wird auch voll wegfahren. Okay, jetzt steht da nichts mehr mit. Es wandern Sachen ab. So. Und da ist wieder einer. Also das läuft gerade so. Jetzt steht da wieder, dass Ware abläuft. Aber ist jetzt nicht so schlimm, denke ich. Wichtig ist, dass für immer, für alle, was hier ist. Aber wahrscheinlich ist es so, ja, jetzt. Ah, doch, da kommt auch noch wieder einer. Aber das ist der letzte, glaube ich. Dann kommen keine mehr.
Ja, ich sehe schon, die Zeit ist auch wieder fortgeschritten. Der fährt jetzt und wir können ja mal gerade gucken. Auch da kommt doch auch schon wieder einer. Okay, vielleicht läuft es ja doch ganz gut hier. Der müsste die 38 auch noch kriegen jetzt gleich. Ja, kriegt er auch. Ist die Frage, ob von hier links noch einer kommt, weil hier sind ja die LKWs gewesen. Ja, jetzt ist keiner mehr da, denke ich. Ja, die kamen von hier. Und wie sieht es hier jetzt aus? Achso, hier müssten jetzt Werkzeuge produziert werden, ne? Haben wir denn schon zwei Holz im Lager und Konsum ist 100? Haben wir denn hier eine Linie eingerichtet? Nein, das sollten wir ganz schnell noch tun, bevor wir das vergessen. Das hatten wir nicht gemacht, ne? Fahrzeug kaufen, den da. Ja, alle Güter passt. Oh, wir haben viel Geld. Nochmal 3. Und die kaufen wir. Neue Linie. Da. Und die sollten dann von hier laden. Vollladen dürfen wir nicht machen, weil sonst klappt das nicht. Aber wohl, da sind mehrere Terminals. Dann müssen wir das mit den Terminals nochmal umstellen. Der soll hier hinfahren. Der soll da hinfahren. Und der soll dahin fahren. Ja, dann müssten wir hier jetzt gucken, dass der nur an Terminal 1 zum Beispiel anhält. Also 2 ist immer an. Ja, das ist aber doof. Okay, dann lass den nur an 2 fahren. Ja, die fahren tatsächlich schon. Dann müssen wir gerade hier noch rein. Ach so, Linie 4. Linie verwalten. Das war Gladbeck Ost. Und 2. Ne, 1. So ist gut, denke ich. Dann müsste das eigentlich so funktionieren, wie ich das vorgestellt habe, ne? Und dann machen wir nochmal zu, machen wir nochmal auf. Ich muss hier nochmal rein, weil ich hier dann die Linienverwaltung nochmal aufmachen kann und sage Gladbeck Ost. Vollladen. Hier war das. Vollladen einer Fracht. So, und jetzt müssen wir gucken, dass das klappt. Okay, und ich sehe jetzt hier, haben wir reichlich und wir haben ja noch Schulden, ne? Genau, dann Darlehen zurückzahlen. Das können wir mal ganz schnell hier runterreißen, dass wir 0 haben, ne? Brauchen wir keine Zinsen mehr bezahlen. Sehr gut. Und jetzt kommen hier die 5 LKWs wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. 40 km/h. Ach, ne, das ist ein anderer. Der hat schon Bretter geliefert. Der ist es, okay. Der wird jetzt, warte mal, dann müssen wir das nur hier mal gerade langsamer uns angucken, glaube. Ja, kann man noch mal schneller machen, bis er da ist. Aber die anderen fahren ja auch durch. Obwohl, ich müsste jetzt gucken. Ah, dann staut sich es gleich wahrscheinlich mit den LKW und dann klappt das doch nicht. Ah, das müssen wir dann im Auge behalten. Folge wird allerdings schon wieder länger, ne? So, der fährt jetzt hier ran und entlädt da. Und er fährt wohin? So, da sind jetzt die Werkzeuge, ne? Sind es nur 3 LKWs? Ich glaube ja, ne? Vielleicht klappt das ja dann doch. Vielleicht fahren die ja durcheinander da. So, dann lass mal schneller laufen, damit noch ein anderer Holz-LKW kommt. Da kommt noch einer und was machen die jetzt? Das ist die Frage. Okay, der entlädt und fährt da raus oder fährt er nicht raus, weil der da im Weg steht? Ja, doch, er fährt durch. Alles klar, dann passt's. Dann ist das gut so. Aber der fährt nicht durch. Okay. Da wissen wir Bescheid, das heißt, die LKWs müssten eigentlich hier hinten stehen, damit das klappt. Und die anderen da müssen wir in der nächsten Folge mal hier organisieren, dass das richtig ist. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.